Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wir befinden uns gerade hier in der Gegend von Ayub Sultan, ja, von dem Bezirk von Ayub Sultan. Wie ihr wisst, hier geht's, diese Straße geht zu dem Grab von Ayub Sultan, zu der Moschee. Ja, wie ihr seht, ist da hinten das Minarett. Und ich möchte euch einen sehr wichtigen Weg zeigen, der quasi im Hinterhof der Moschee ist, zur heutigen Zeit. Und zwar ist das genau dieser Weg, den wir jetzt hier mit euch, inshallah, mal versuchen, mal kurz zu gehen. Das ist der Weg der Kalifen und Sultane, sage ich immer. Ja, das ist der Weg der Kalifen und der Sultane. Hier an diesem Weg, genau auf diesem Weg, wurden die Kalifen und die Sultanen, ja, hier kamen sie auf ihren Amt. Das heißt, in dem Augenblick, wenn sie zum Kalifen ernannt worden sind, ja, oder zum Sultan, mussten sie ein Schwert anziehen und mussten mit dem Pferd über diesen Weg laufen, damit die Leute in Istanbul erkennen können, ah, das ist unser neuer Kalif, das ist unser neuer Sultan. Deswegen nannte man oder beziehungsweise nennt man diesen Weg heute noch Julus-Yolu beziehungsweise Kılıç-Yolu, Kılıç-Kusanma-Yolu, der Weg, wo die Schwerter angezogen werden, die letztendlich die Kalifen dann tragen, ja, damit das Volk in Istanbul sieht, dass das ein neuer Kalif ist, ja. Und jeder Sultan hat das gemacht, vor allem nach der Zeit von Yavuz Sultan Selim rahmetullahi aleyh. Ihr wisst, 1517 hat Yavuz Sultan Selim Kairo erobert, beziehungsweise auch Jerusalem erobert. Und nachdem sie Kairo erobert haben, ja, beziehungsweise das Amt von den Memluken genommen haben und von den Abbasiden, haben sie bestimmte Reliquien unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam von damals aus Ägypten mitgenommen und haben die nach Istanbul gebracht. Diese sind heute in Istanbul im Topkapı-Palast. Also da ist quasi das Schwert unseres Propheten alaihi salatu wassalam, die Schwerter der rechtgeleiteten Kalifen, bestimmte Schwerter des Sahabes von Ammar ibn Yasir zum Beispiel und von vielen anderen Sahabes dort, der Stock, das Asa unseres Propheten alaihi salatu wassalam ist dort in Istanbul, beziehungsweise auch eins der erstgeschriebenen Korane zur Zeit des Kalifats von Osman ibn Affan, das befindet sich auch aktuell in Istanbul im Topkapı-Palast. Und das hat alles Yavuz Sultan Selim damals nach Istanbul gebracht und hat es in den Topkapı-Palast gelegt. Und genau ab diesem Zeitpunkt an, ja, nachdem auch quasi symbolisch gesehen das Kalifat 1517 von den Memluken bzw. von den Abbasiden nach Istanbul gebracht worden ist, hat man angefangen, genau auf diesem Weg, ja, quasi die neu gewählten Kalifen, die neu gewählten Sultane laufen zu lassen auf einem Pferd, ja, damit die Leute erkennen, wie gesagt, dass es Kalifen sind. Und deswegen nennt man diesen Weg Julus-Yolu, beziehungsweise auch Kılıç-Yolu. Heute wird das halt, ist das sehr, sehr unbedacht oder so. Aber damals war das wirklich ein sehr, sehr wichtiger Weg. Das ist quasi, wenn in England, ja, ein König gewählt wird und der bekommt mit einem Schwert, gesagt, dass er quasi König oder Königin ist. Dieses Schwert symbolisiert natürlich auch in England sehr vieles, auch natürlich letztendlich bei uns sehr, sehr vieles. Und deswegen mussten alle Kalifen, alle Sultane diesen Weg hier laufen, um das Amt des Kalifats zu übernehmen. Jeder hat das gemacht, außer einer hat das nicht gemacht. Ein Sultan hat dieses Schwert nicht angezogen. Und wer war das gewesen? Sultan Murad V., der quasi ein Freimaurer gewesen war. Den haben sie auf diesem Weg nicht laufen lassen. Heute ist hier sogar das Grab von Sultan Reşat bzw. Sultan Mehmet V., der liegt hier begraben. Ihr wisst, das ist der Sultan, der nach dem Putsch von Abdulhamid Han an die Macht gekommen ist, Sultan Reşat bzw. Sultan Mehmet V. Also das ist der Sultan gewesen, der zum Beispiel uns natürlich mit, ich will nicht sagen mit schlechter Absicht, aber mit einem falschen politischen Zug in den Ersten Weltkrieg gezogen hat, mit einführen lassen hat quasi das Osmanische Reich. Und letztendlich, als er gestorben ist, was ist dann passiert? Istanbul natürlich unter Besatzung des der englischen Besatzer im Jahre 1918. Also das auf jeden Fall zu dem Weg, wenn ihr auf jeden Fall hier mal nach Ayub Sultan kommt. Hier gibt es normalerweise sehr, sehr viel zu sehen. Und eins davon ist, wie gesagt, dieser Julus-Weg. Und am Ende dieses Julus-Weges, der geht normalerweise noch viel länger. Also das zieht sich ja durch bis an das Grab von Ayub Sultan Rahmetullahi Aleyh. Wenn ihr jetzt hier gehen solltet, auf der rechten Seite, das ist leider nicht so, da gibt es jetzt bestimmt nicht irgendwelche Tafeln oder sowas oder Inschriften, die man sehr gut lesen kann. Das sind mehr schon so Insider-Informationen. Auf der rechten Seite, in diesem Gebäude, befindet sich das Grab von, ja, das waren keine positiv geprägten Menschen, die haben auch Verrat an Abdulhamid Han begangen und haben sich, ja,
in der Jeune Turc, das heißt in die Jungtürkenbewegung, mit einziehen lassen. In Frankreich war das ja damals der Fall gewesen. Hier in dem Gebäude hinter uns befindet sich nämlich Mahmoud Celaleddin Pascha begraben und sein Sohn Prinz, also beziehungsweise Prinz Sebahattin, die liegen genau hinter uns. Und wie gesagt, dieses Julusweg, ja, der Weg der Kalifen und der Sultane, geht auf jeden Fall hier so weiter bis zu dem Grab von Sultan Eyyub Rahmetullahi Aleyh.